Hey, willkommen zur 27. Folge von Worms 2 Armageddon, die Rätselmissionen. Wir sind gerade bei Nummer 4 und dann wollen wir mal schauen, was es uns so bietet. Wie lange werden wir dafür brauchen? Der letzte feindliche Wurm ist gleich hier eingelocht. Er ist gefährlich. Nimm ihn hoch. Ihr wollt mich doch auf den Arm nehmen, oder? Granate, Baseballschläger. Und Elektromagnet. Ha. Also ich komme hier nicht wirklich weit, ne? Ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn ich das Ding hier hochjage. Ah, jeez. Also. Ja. Bitte kommen, großer Vogel! Also, Baseballschläger, kann ich einen Elektromagnet mit einem Baseballschläger vielleicht? Geht das? Also wenn ich den Elektromagnet hier rüber kriege. Ah, jeez. Geht das? Jawohl, das würde schon mal gehen, aber. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. Bleib weg von mir, Scheiße. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Ja, sehr dumm gelaufen. Ja, lebt wohl. Tja. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich wollte. My wife says I'm the second smartest. Also mein Plan ist ja, den Elektromagnet hier rüber in das Loch zu kriegen, damit dann die Minen den Typen da oben kaputt machen. Okay, soweit so gut. My wife says I'm the second smartest. Jetzt muss ich nur schaffen, dass da eine Mine reinfällt. Nein. Das läuft immer gar nicht so, wie es laufen soll. Jawohl! Danke! Ich mach selber. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass das so funktioniert, wie ich es mir dachte. Oder vielleicht erst die Mine da rein und dann mit dem Elektromagneten. Natürlich muss da mal eine Mine reinfliegen. Also funktioniert das nicht. Bitte kommen, großer Vogel! 4 Sekunden, 5 Sekunden, 1 Sekunde, 2, 3. Ja. Ach man. Lauf um dein Leben! Ah, nicht schon wieder bei mir, Idiot. Aber da ist eine Mine genau da gelandet, wo sie landen soll. A perfect alibi, right? Scheiße. Bitte kommen, großer Vogel! Attacke! Deckung!
Genau, aber schon wieder eine da gelandet, wo sie landen soll. Wenn es mich nicht nur umbringen würde, dann wäre es so perfekt. Jawoll! Nein! Ach Mann! Ich dachte, die landet da. Oder? So könnte es natürlich auch laufen. My wife says I'm the second smartest. Damit die hier gleich abgestoßen werden und nicht in meiner Nähe fliegen. Jawohl, genau. Läuft der mal überhaupt nicht so, wie ich laufen soll. Nein. Das war auch falsch. Das war ja mal komplett falsch. Nein, also so kann es nicht laufen. Lauf um dein Leben! Och Mensch. Aber hier geht die Landschaft plötzlich kaputt, ne? Bitte kommen, großer Vogel! Ach genau, mach mal so. Lauf um dein Leben! Los, nicht zu mir. Ja, jawoll. Mine, du liegst richtig. My wife says I'm the second smartest. Und jetzt bitte, dass die Mine da nicht wieder rausfliegt. Und bitte, dass man dafür, dass der Elektromagnet da landet, wo er landen soll. My wife says I'm the second smartest. Jawohl! You know what bothers me? Nur 18? Ist das ein Witz? This is a warrant. Was ist das? Nur 18. A perfect alibi, right? Ich glaub, mein Wurm crunched. Das gibt's doch nicht. Würmer können grunzen, ja. Sonst pfeifen immer die Schweine, aber hier grunzt mein Wurm. Ja, das muss ich nochmal machen. Nicht zu mir. Schwein gehabt, aber es war falsch. Bitte kommen, großer Vogel! Na, ihr wisst ungefähr, wie es funktionieren soll. Lauf um dein Leben! Hallo! Oh, bitte. Ich will jetzt wirklich ungern schneiden. Aber ich will euch auch zeigen, wie es richtig funktioniert und euch nicht die ganze Zeit mit meinen dummen Fails hier quälen. Quälen. Wie auch immer. Oh Mann, die kommen gar nicht mehr so hoch jetzt.
noch zu doof. Selbstversinkt. Bitte kommen, großer Vogel! Ja. Da. Und das Bett zieht 20 ab. Und bitte triff das mal mit dem Elektromagneten daran. Oh ja, der macht so lange nichts, bis ich meine ganzen Waffen aufgebraucht habe, ne? Habt auch schon gesehen und gemerkt. So. Jetzt muss die Runde jetzt wieder vorbei sein. Alter. Jeez. Was? Was? Waren das nur 17 oder wie? This bothers me. Oh, Alter. How you doing, Captain? Bitte kommen, großer Vogel! Oh Mann, jetzt treffe ich wieder nicht. Nee, das ist Glück hier. So, ich würde sagen, letzter Versuch, bevor ich schneide. Das ist jetzt aber auch eine Ausnahme, dass ich hier bei Worms jetzt schneide. Ne? Normales Let's Play wird bei mir natürlich nicht geschnitten, weil ich habe ja immer noch ein scheiß 15-Minuten-Limit. Komm, noch ein Versuch. Ein Versuch noch. So. Und danach schneide ich. Egal wie. Nein! Okay. Das war fail. Warum habe ich gerade auf Viereck gedrückt? Ich wollte schon auf Kreis drücken. Viereck sieht noch nicht mal aus wie ein Kreis. Falsche Richtung. Gut, hier ist mein Cut. Und dann geht's weiter mit dem, wo ich's schaffe. Wieder perfekt drin. Falls das jetzt die Runde ist, in der ich es schaffen sollte. Beim letzten Mal hat es wirklich nur 7 abgezogen. Nur 7. Das ist neuer tiefster Rekord. Tiefenrekord. Wie nennt man das, wenn es ein Rekord ist, der weniger ist als ein Rekord, der das meiste ist. Wie nennt man sowas? Verdammt. Sowas nenne ich mal verdammt, genau. Sowas nenne ich verdammt. Und? Jawohl, jetzt hab ich's. Ich hab's. Er hat 25 abgezogen. Jawohl, er ist tot. Endlich. Nach 17 Minuten und 22 Sekunden Aufnahme. Gut, jetzt gehe ich aber zurück. Und ja. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt mache, weil ich hatte es eigentlich geplant, die Fails als Outtake zu machen, aber da die Folge jetzt schon zu lang ist, muss das wahrscheinlich erst mal warten, bis ich mein 15-Minuten-Limit los bin. Ich hoffe, das kommt jetzt noch ins 15-Minuten-Limit rein und die Folge wäre somit geschafft. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der Rätselmission Nummer 5.